Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem die ganze mediale Aufmerksamkeit heute Morgen der Abwicklung der alten Energiewelt gegolten hat, beschäftigen wir uns jetzt heute mit der neuen Energiewelt, mit der Energiewelt von morgen und von übermorgen. Es geht dabei um 5 Modellregionen in unserem Förderprogramm Schaufenster Intelligente Energie, digitale Agenda für die Energiewende, kurz SINTEC genannt. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert diese Schaufenster in den nächsten 4 Jahren mit über 200 Millionen Euro und zusammen mit den zusätzlich privaten Investitionen werden durch SINTEC dann in der Summe ungefähr 500 Millionen Euro in die Digitalisierung des Energiesektors investiert. Und das zeigt einen ganz wichtigen Punkt. Die Energiewende ist nicht nur ein wichtiges energiepolitisches Projekt, sie ist zugleich eine Modernisierungsstrategie, ein Modernisierungsprojekt für unser Land. Mit dem Schaufenster wollen wir uns fit machen für die künftige Energieversorgung mit stetig wachsenden Anteilen erneuerbaren Energien. Denn wir wachsen in ein System hinein, in dem die Erneuerbaren unsere Stromversorgung ganz überwiegend und zeitweise auch zu 100% übernehmen werden. Dabei stehen wir dann natürlich vor gänzlich neuen technischen, ökonomischen und auch regulatorischen Fragen. Und es geht darum, Musterlösungen zu entwickeln und die Praxistauglichkeit zu demonstrieren. Die Schaufenster haben 3 Schwerpunkte. Erstens, wir brauchen neue Systemkonzepte und die können wir nur großflächig erproben. Das gelingt mit den Schaufensterregionen. Zweitens, wir müssen innovative Technologien ausprobieren. Und drittens, die Schaufenster sollen Mechanismen für flexible, intelligente Netze und Märkte entwickeln. Die dabei entwickelten Lösungen sollen uns später als eine Blaupause für eine breite Umsetzung dienen. Und wie Sie gerade in dem Film gesehen haben, stehen dabei zum einen die intelligente Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch im Fokus. Es geht zum anderen aber auch um eine bessere Verknüpfung von Netz und Markt. Und eines der Schlüsselworte heißt Digitalisierung. Sie ist ein wichtiger Baustein, um unsere energiepolitischen Ziele zu erreichen. Das Programm SINTEC ist damit auch Bestandteil der digitalen Agenda der Bundesregierung. Um unser Energiesystem fit zu machen für die Zukunft, reicht es nicht allein aus, Studien zu vergeben und theoretische Modelle zu entwickeln. Auch das ist natürlich erforderlich, aber wir müssen die neuen Systemfragen natürlich auch in der Praxis realisieren und testen. Und dieser Auftrag dafür geht heute an die 5 Modellregionen, die das in Deutschland großflächig umsetzen sollen. Tatsächlich verteilen sich die Schaufenster auf alle 16 Bundesländer. Wir öffnen damit nicht weniger als ein Schaufenster in die Zukunft der Energiewende. Und ich würde jetzt gerne die 5 Schaufenster kurz vorstellen. Erstens ist zu nennen das Schaufenster C-Cells. Es betrachtet den sogenannten Solarbogen im Süden von Deutschland. Das Schaufenster ist in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen angesiedelt und dabei steht die regionale Optimierung von Erzeugung und Verbrauch im Fokus. Das zweite Schaufenster heißt Designnetz, wird ein Baukasten für die gesamte Energiewende sein. Dieses Schaufenster wird in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland umgesetzt. Im Kern geht es um die Frage, wie Energie aus Sonne und Wind für die Versorgung von urbanen und industriellen Lastzentren genutzt werden kann. Das dritte Projekt heißt Enera und untersucht die Zuverlässigkeit der Stromversorgung. Enera wird in Niedersachsen unter anderem das Stromnetz durch regionale Systemdienstleistungen lokal stabilisieren und damit die Zuverlässigkeit der Stromversorgung bei hohen Anteilen an erneuerbaren Energien erproben. Das vierte Schaufenster heißt, also wenn Sie jetzt das eine Englisch ausgesprochen haben, muss man es hier jetzt auch ganz machen, also New 4.0. Ich weiß nicht, ob Sie New 4.0 sagen, aber ich sage jetzt mal New 4.0. Steht für die norddeutsche Energiewende und wird in Schleswig-Holstein und Hamburg zeigen,
dass die Region bereits im Jahr 2025 sicher und effizient mit 70% Strom aus regenerativen Energien versorgt werden kann. Und fünftens, Windnode, nicht Node. Das haben wir gerade im Film gesehen. Das wird das Schaufenster für intelligente Energie im Osten und Nordosten Deutschlands sein. Dieses Projekt umfasst die 5 ostdeutschen Länder und Berlin. Ziel ist eine effiziente Einbindung von erneuerbarer Erzeugung in einem sektorübergreifenden System bei Strom, Wärme und Mobilität. An all diesen Schaufenstern sind zusammen über 200 Unternehmen aus vielen Bereichen beteiligt und viele weitere Akteure aus Wissenschaft und Technik. Und damit komme ich jetzt zu den Hauptakteuren selbst. Meine Damen und Herren, aber ich glaube, es sind nur Herren. Ich möchte Sie jetzt an dieser Stelle erst einmal herzlich beglückwünschen dazu, dass Sie gewonnen haben in dem Wettbewerb und mich bedanken für Ihr Engagement. Und ich freue mich, Ihnen jetzt die Förderbescheide für Ihre Projekte übergeben zu können.